Ich habe zwar schon geschaut, so im Hintergrund, aber wir werden es uns reinziehen, egal. Wir schauen uns an, der Ramo-Clan, Jahrhundert-Coup, Spiegel-TV. Morgen 50% abgeben. Es wird eine Reaktion sein, wo ich nichts zu sage, Kappi. Jesus of Wish, meinst du mich oder was? Macho Gomez, ich denke, dein Name spricht schon für dich. Alles gut. Sie haben allen Grund zu feiern. Die Ramos. Einer der größten und mächtigsten Clans in Berlin. Er umfasst 1000 Menschen. Viele sind kriminell. 1000 Menschen ist schon eine ganz schön große Anzahl, ja? Generationen. Diese Familie zeichnet ein starkes Maß an Abschottung aus. Man kann förmlich von einer Parallelgesellschaft sprechen. Hierarchisch strukturiert, mit einem Mann wie Issa Ramo an der Spitze. Und ich glaube, man kann das also nicht nur auf Großfamilien oder Ähnliches beziehen. Ich glaube, dass prinzipiell ein ganz großes Problem in Deutschland leider ist, dass viele Leute, die aus dem Ausland zu uns nach Deutschland kommen, um hier ein neues Leben anzufangen, dass diese Leute oftmals in Sozialbrennpunkte oder in gewisse Bezirke gesteckt werden und automatisch unter sich sind und nicht wirklich die Möglichkeit haben, sich auch richtig einzugliedern, sondern einfach an einen Ort gesteckt werden, wo eine Parallelwelt sich aufbaut. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas, finde ich, mit Großfamilien zu tun, also mit Sicherheit auch. Aber ich glaube, dass da auch in der Integration in Deutschland vieles verkehrt läuft. Unter ihm seine 8 Söhne. Einschlägig polizeibekannt, mit Vorschlaghammer unterwegs. Exklusive Bilder zeigen diverse Einbrüche. Ich bitte Sie, wenn mein Sohn Fehler macht und ich sage ihm, mach keine Fehler oder so, was soll ich tun? Soll ich mich umbringen? Soll ich mich aufreißen? Dabei hat Clanboss Issa ein Geheimnis. Okay. Es steht in dieser noch nie gezeigten Akte. Ein anderer Teil der Familie ist für den Einbruch ins grüne Gewölbe zuständig. Spiegel TV zeigt erstmals Aufnahmen der Überwachungskameras. Oha. Der Schaden geht in die Millionen. Eine Soko ermittelt mit Hochdruck. Es war für uns alle unerklärbar, dass hier was passieren kann. Und die Betroffenheit war sachsenweit riesig. Die Täter jung, vorbestraft und mittlerweile wieder in Freiheit. Habibi, wie ist es, wieder raus zu sein? Wieder andere machen in Immobilien. Die Kameramänner von Spiegel TV und so geben auch immer so ein... Unklar ist nur, wo das Geld herkommt. Geklaut, geerbt, gefunden... Warum sind so viele Mitglieder Ihrer Familie kriminell? Können Sie uns das sagen? Ihr seid kriminell. So mit unserem deutschen Rechtssystem nicht so richtig konform. Kein Kommentar. In hunderten Strafverfahren sind Mitglieder der Großfamilie dringend tatverdächtig. Egal, ob es um den Einstieg ins KDW geht oder den Einbruch mit Kernbohrer in eine Sparkasse. Immer wieder fällt ein Name, der Ramo-Clan. Am Anfang geht es gleich um alles. Um Gefängnis oder Freiheit, um Schuld und Sühne. Und um nichts weniger als die kulturelle Identität Sachsens. Gestohlen bei einem Jahrhundert-Coup. Also ich werde gleich vorweg sagen, das muss nicht jeder feiern, das ist mir auch egal. Ich gucke gerne Filme, wo die Bösen auch mal gewinnen. Gerade wenn sie vielleicht auch mal den Reichen etwas nehmen oder so, in Filmen beispielsweise. Und in gewissen Aspekten wird in dieser Dokumentation auch das so sein, dass gewisse Dinge, die dort gemacht worden sind, ich nicht empfehle nachzumachen, aber wo man dann das ein oder andere Mal dann doch schon schmunzeln wird. Wollen wir es mal so sagen. Höchste Sicherheit am Landgericht Dresden. Die Goldmünze geht auf deren Konto, oder? Oder? Ich bin kein Richter, ich bin kein Kläger, ich bin Zuschauer. Keine Ahnung, auf wen, wo, was geht. Angeklagte aus dem Ramo-Clan werden zur Urteilsverkündung gebracht. Auch Familienmitglieder zeigen heute Präsenz als Unterstützung für ihre Brüder und Cousins. Aber nicht, dass die Bösen... Als nächstes was von dir nehmen. Bei mir gibt's leider nichts zu holen, denn die Bösen haben sich das schon geholt. Und zwar in Form vom Vater Staat. Vor 3 Wochen 700.000 Euro Steuern weggenommen. Mein Konto beinhaltet 30.000 Euro aktuell. Bei mir gibt's nichts zu holen, Digga. Sorry, da muss ich leider alle bösen anderen enttäuschen. Bei mir gibt's wirklich nichts mehr zu holen, Digga. Steuern hat richtig reingeknallt. Moin, bin von Spiegel TV. Was erwartet ihr heute? Wie bitte? Geh mal weg. Die von Spiegel TV, Digga. Die geben immer ein... Aber sie sind höflich. Ey, moin, wir sind von Spiegel TV, was sagt ihr? Es geht an diesem letzten Verhandlungstag um den Einbruch ins grüne Gewölbe. Und um die Frage, ob der Staat mit Verbrechern wie den Ramos verhandeln darf. Mit Spannung erwarten heute 6 Familienmitglieder ihre Strafe. Von Freispruch bis 8 Jahren Knast ist alles möglich.
Begonnen hat alles im November 2019, als mehrere Täter im grünen Gewölbe die Juwelen von August dem Starken stehlen. Danach fackeln sie eine Tiefgarage ab, gefährden Menschen. Für die August dem Starken. Hätte auch ein Spitzname von mir sein können damals. Marcel der Starke. Wahrscheinlich wäre mein Name aber gewesen Marcel mit dem kleinen Schniedel. Spektakuläre Tat gibt es eher milde Strafen. Mohamed Remo, seine Familie schreibt sich mit E, wird zu 4 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt. Etwas schlechter ergeht es seinem Zwillingsbruder Abdul Majed. Er hoffte auf einen Freispruch, bekommt 5 Jahre. Die höchste Strafe erhält der 26-jährige Wissam, 6 Jahre und 3 Monate Gefängnis. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das angemessene Strafen sind für so eine Riesenstraftat oder nicht? Ich weiß es nicht, bin kein Richter, ich bin kein Anwalt, ich kann das nicht beurteilen. Ich persönlich sage, wenn ihr meine ganz persönliche Meinung dazu hören wollt, ich finde die Strafen im Verhältnis zu anderen Strafen dann zu hoch. Eigentlich sind mir die Strafen relativ egal, aber wenn ich mir jetzt überlege, was zum Teil wirklich, wirklich, wirklich schlimme Menschen auf unserer Erde bzw. unserem Land Deutschland für Strafen bekommen. Nein, hört mir erstmal zu. Wenn man überlegt, was andere Menschen in diesem Land für Strafen bekommen, wie zum Beispiel, und das ist immer dieser klassisches Beispiel, aber wenn ich mir überlege, dass Menschen, die irgendwie auf ihrem Rechner 200 Videodateien Kinderpornografie haben oder in irgendeiner Art und Weise ein kleines Kind missbraucht haben, irgendwie gefühlt 2 oder 3 Jahre Bewährung bekommen. Natürlich ist es nicht kann man es nicht miteinander vergleichen. Hier sehen wir Menschen, die laut der Dokumentation schwer kriminell sind, das ihr ganzes Leben schon. Aber das eine sind halt Juwelen, die geklaut werden, die zwar auch teuer sind, wertvoll und einen Wert haben, auch für die Geschichte. Das andere sind aber Menschen und Kinder und Wenn ich das dann im Verhältnis sehe, dann weiß ich nicht. Mir steht es nicht zu beurteilen, ob die Strafe für die zu hoch ist oder nicht oder zu gering. Aber ich denke dann immer, was andere bekommen viel, viel niedriger Strafen. So, wo Kinder ihr Leben lang einen Knacks von haben und ein Leben lang geschädigt sind, weiß ich jetzt nicht. Dicht gefolgt von seinem einschlägig vorbestraften Cousin Rabir. Ich glaube, vielleicht nicht jeder wird mir zustimmen, aber ich glaube, worauf ich hinaus will, kann der ein oder andere verstehen. 6 Jahre und 2 Monate Freiheitsentzug. Hast du da mal ein konkretes Beispiel? Google doch einfach, Digga. Bashir, der schon als Wachmann fremdes Eigentum bewachte, kassiert 5 Jahre und 10 Monate. Nur einer wird freigesprochen, Ahmed. Nach Feststellung des Gerichtes schützt ihn ein Alibi. Naja. Für den sächsischen Landespolizeipräsidenten und seine Ermittler sind die Urteile eine Erfolgsgeschichte. Vergleichen Sie einen solchen Einbruchsdiebstahl, gucken Sie, wo es den schon mal gegeben hat und fragen Sie, wer hat die Täter ermittelt, wer hat einen Großteil des Schatzes zurückgelassen. Das haben wir gemacht, wir, die sächsische Polizei, zusammen mit vielen Partnern, BKA Berlin. Da dürfen wir richtig stolz drauf sein, das bin ich auch. 2,5 Jahre saßen die Verurteilten in U-Haft. Jetzt dürfen 3 von ihnen erstmal nach Hause. 2,5 Jahre U-Haft ist schon ordentlich. Ein Deal, den die Verteidiger mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft ausgehandelt haben. Hier verlässt Mohamed Remo das Gericht. Im BMW seiner Anwältin. Einer seiner Brüder hat übrigens die 100 Kilo Goldmünze in Berlin gestohlen. Andere Geschichte. Mohameds Eltern stammen aus Beirut. Er ist Deutscher. An der Ecke warten schon große Teile des Clans auf den verlorenen Sohn. Mohamed, wie ist es in Freiheit? Du Arschloch. Hurensohn. Komm, hier packst du jetzt. Komm. Du hast die Hand genommen. Ist nicht. Der Einbruch in die Dresdner Schatzkammer. Ein Fass. Ja, sachlich darauf hingewiesen, freundlich, dass er sich verpissen soll. Ja, da kann man jetzt sagen, asoziales Verhalten, aber was erwarten die Leute von Spiegel TV auch? Das ist nicht das erste Mal, dass die mit der Kamera da hingehen, auch das letzte Mal, jedes Mal werden die beleidigt. Also. Perfektes Verbrechen. Es ist der 25. November 2019, als sich ein Silbermetallic Audi Avant mit dunklem Dach dem Residenzschloss nähert. Um 4:15 filmen die Sicherheitskameras am Schloss ein helles Auto mit einem dunklen Dach. Die Polizei wird später rekonstruieren, dass in dem Fahrzeug die Täter sitzen. 4:23 zeichnet eine Kamera auf, wie mehrere Männer über die Mauer am Schloss klettern. Das Eindringen wird in der Sicherheitszentrale zunächst nicht bemerkt.
In aller Ruhe manipulieren die Täter das Fenster auf der linken Seite der Fassade. Spoiler, das Fenster war nicht alarmgesichert. Kein Zufall. Es ist das einzige Fenster, das nicht durch einen Infrarotsensor alarmgeschützt ist. Millionenschweres Insiderwissen. Das ahnen auch der damalige Polizeichef. Unabhängig davon jetzt, ich habe ja auch noch alte kriminelle Energie in mir, beziehungsweise habe ja früher auch Mist gemacht. Sagen wir es mal so, würde das in einem Spielfilm passieren, dann würde ich wahrscheinlich mit den Tätern mitfiebern und hoffen, dass der Coup gelingt. In dem Film. In der realen Welt ist es dann nochmal vielleicht ein bisschen anders. Chef Horst Kretschmer und seine Ermittler. Wir sind schon davon ausgekommen, dass es Insiderwissen, also eine Information zwischen denen, die das Kunstschatz beschützt haben und denen, die ihn geraubt haben, eine Verbindung gab. Es lag irgendwie für alle auf der Hand. Und die Kunst besteht jetzt daran, das nachzuweisen als Polizei. Parallel zu der Aktion am Schloss bricht die Bande in einen Raum unter der nahegelegenen Augustusbrücke ein, legt dort Feuer. Stromverteilerkästen und Telefonleitungen sollen zerstört werden. Und tatsächlich, um exakt 4.56 Uhr fällt rund um das Schloss der Strom aus. Für die Remus ist es der Startschuss einzudringen. Beim Betreten des Fußbodens wird zwar der Alarm ausgelöst, doch die Security-Mitarbeiter greifen nicht ein. Schlimmer noch, sie vergeuden wertvolle Zeit, bis sie die Polizei informieren. 26 Axthiebe in 29 Sekunden benötigen die Remus, um die Vitrine beutereif zu schlagen. Danach geht die kulturelle Identität der Sachsen in den Besitz der Berliner Parallelgesellschaft über. Ich wage mich noch dran zu erinnern, dass die Beute, die sie dort erbeutet haben, ein Wert, war das über 100 Millionen? Also sehr teuer. Einer der Täter verschwindet mit der Beute. Der zweite entleert einen Feuerlöscher im grünen Gewölbe, um Spuren am Tatort zu zerstören. 110 Millionen, ja. Also sehr viel. Sehr viel. 5:02 läuft der letzte Täter zum wartenden Audi. Zwei bewaffnete Security-Mitarbeiter auf der Straße beobachten die Szenerie, greifen aber nicht ein. Naja, wie sollen die auch eingreifen, ne? Ihre Waffe ziehen und sagen, stehen bleiben oder wir schießen? Also, ich weiß nicht. Ich würde als Security-Mitarbeiter wahrscheinlich da auch nichts machen, oder? Schießen? Würden die auf die Täter schießen? Würden die eine Anzeige wegen Mord oder ähnliches bekommen? Reifen kaputt? Wir sind hier nicht in Amerika-Chat. Das muss man fairerweise einfach mal sagen. Genau, die müssen die Polizei rufen, richtig. Das ist deren Job. Stimmt, es ist deren Job, auf Menschen zu schießen, die eingebrochen sind. Richtig, habe ich ganz vergessen, Digga. Sollten ja alle Sicherheitsmänner hier in Deutschland mal anfangen, dann können wir einfach rumschießen wie im Wilden Westen. Genau 90 Sekunden. Ich werde schießen, 100%, bin so explosiv. Ja, deswegen hängst du hier auch im Twitch-Chat ab und bist kein Sicherheitsmann. Später ist der erste Streifenwagen der Polizei am Tatort. Da sind die Täter längst weg. Es war für uns alle unerklärbar, dass sowas passieren kann. Und die Betroffenheit war sachsenweit riesig. Und darauf mussten wir natürlich auch reagieren und mussten der Öffentlichkeit bestimmte situative Elemente darstellen, was ist wirklich passiert, warum ist es passiert und was will der Freistaat dagegen tun. Ja, da ist so viel verkehrt gelaufen, ne? Dass es diese Sicherheitslücke gab, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich will mich jetzt nicht so krass dazu äußern, weil ich dann wahrscheinlich sehr viel negative Kommentare bekommen würde. Ich kann nur so viel sagen und heute sehe ich es natürlich anders, weil ich bin ein anderer Mensch, aber als ich noch kriminell war und die kriminelle Energie mich geleitet hat im Leben, und das ist ja bei denen anscheinend ja auch der Fall, bei den Leuten, die dort eingebrochen sind, hätte ich das damals gewusst oder ähnliches, hätte ich vermutlich zumindest auch darüber nachgedacht, mir die Beute dort zu holen. Aber dass das nicht der Weg ist, den man einschlagen sollte, glaube ich, ist uns allen bewusst. Ich frage mich halt einfach, warum so ein wertvoller Schatz in so einem Gebäude, wer auch immer da das Sicherheitskonzept entworfen hat, dass das Fenster nicht alarmgesichert ist, ist halt auch in irgendeiner Art und Weise dann schon nicht eine Einladung, aber ein Freifahrtschein für alle Kriminellen. Sobald diese Information mal rauskommt, und das ist sie, das ist ja gefühlt eine Einladung für kriminelle Menschen. Ich will nicht sagen, selber schuld, das nicht. Schwer zu verstehen, warum dieses Fenster nicht alarmgeschützt ist. August der Starke, der das grüne Gewölbe einst plante. Eine Schatzkammer voll mit Juwelen. Hier die später vom Clan zerstörte Vitrine. Versicherungswert der gestohlenen Schmuckstücke 116 Millionen Euro. Es ist das Wertvollste des Wertvollen, was weg ist. Darunter auch eine berühmte Brillantgarnitur namens Epaulette.
Jäger, habt ihr gehört? Habt ihr es gerade gehört? 116 Millionen an Wert. Ich würde behaupten, dass der ein oder andere von euch im Chat bei so einer Summe mit einem nicht gesicherten Fenster zumindest auch mal überlegt hätte in seiner Vorstellung, wie er das Zeug da rausholt. Das ist verdammt viel Geld. Mir erschließt es sich überhaupt nicht, warum so ein Gebäude so scheiße gesichert ist, Digga. Aber wie gesagt, ihr seht ja, am Ende werden die bösen Jungs immer gefangen. Olaf? Nicht machen. Trichter ist einer der besten Ermittler Dresdens. Er wird noch am Tattag Chef der Sonderkommission. Der Name Epaulett ist entstanden durch ein entwendetes Schmuckstück, welches in der Vitrine war und bei einer ersten Begutachtung dann festgestellt wurde, was denn eigentlich fehlt, und ein Mitarbeiter der SKD sagte, nur die Epaulett. Spoiler, sie haben den Schmuck wieder zurückgegeben und wurden dann verurteilt. Also sie haben den Schmuck nicht behalten oder einen Großteil des Schmucks haben sie zurückgegeben, ein bisschen hat gefehlt. Die Polizei steht damals vor einem großen Rätsel. Und dazu mächtig unter Druck. Der Schatz muss zurück, koste es, was es wolle. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes dreht 4 Tage lang wortwörtlich jeden Stein um. Im und vor dem Dresdner Schloss sichern die Spezialisten insgesamt über 200 Spuren. Die Frage ist halt, also ich weiß nicht wie viel, ich weiß nicht, ob das öffentlich ist, ich weiß nicht wie viel von der Beute an Wert zurückgegeben worden ist, aber sagen wir mal, einen Großteil der Beute haben sie zurückgegeben, sagen sie mal im Wert von, sagen wir einfach, sie haben einen Wert 60 bis 70 Millionen, ernsthaft 60 bis 70 Millionen, ist das bestätigt irgendwo? Die Frage, die ich euch jetzt stelle, nehmen wir einfach mal die Zahl, sie haben einen Wert von 100 Millionen wieder zurückgegeben, heißt 16 Millionen fehlen noch, lassen wir die Umstände außen vor. Oder nehmen wir das als Beispiel. Wenn ihr wüsstet, das ist einfach nur eine ehrliche Frage, wenn ihr wüsstet, ohne jemanden zu verletzen, ihr würdet das so klauen, würdet erwischt werden, aber hättet 16 Millionen irgendwo gebunkert. Ich glaube, viele von euch werden für 16 Millionen, die sie am Ende haben, auf der Kante, auch wenn man mit dem Geld nichts machen kann am Ende des Tages, würden trotzdem für 5 Jahre dafür in den Knast gehen. Nicht jeder, aber einige. Vor allen Dingen in deutschen Gefängnissen. Die Frage, die sich mir halt immer noch stellt, scheiß mal da drauf, wie gesagt, am Ende lohnt es sich nie, kriminelle Energie anzuwenden, damit wird man immer im Knast landen und ähnliches. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, warum bei so einem Wert dieses Fenster nicht gesichert ist. Dieses Fenster ist am Ende die größte Schuld. Dass es kriminelle Menschen auf dieser Welt immer geben wird, ist klar wie Kloßbrühe. Das muss ich nicht gut finden. Es ist aber so, wo Geld zu machen ist, werden auch immer Kriminelle sein. Wäre das Fenster gesichert gewesen, hätten diese Kriminellen nicht die Chance gehabt, das auch zu machen. Deswegen frage ich mich halt einfach, wie das sein kann. Augenmerk gilt der Mauer. Und das Fenster ist der Wert, ja? Und dem Einstiegsfenster. Beides mussten die Täter in jener Nacht berührt haben. Überall werden Proben genommen. Hier erstmals zu sehen die Fotos aus der Ermittlungsakte. Alle Fundorte von genetischen Fingerabdrücken wurden im Gutachten rot markiert. Wir haben einfach drauf losgelegt und haben in den Fällen dann Glück gehabt und tatsächlich verwertbare DNA gefunden. Wir haben einfach blind gearbeitet und am Ende tatsächlich sind wir belohnt worden mit Ergebnissen. Das gefundene Zellmaterial gehört zu Wissam, Rabir und Bashir Remo. Es sind die wichtigsten Beweise der gesamten... Ja, die Frage, ohne Handschuhe, Coach Riven, meines Wissensstands nach, so wie ich das mir gespeichert habe, selbst wenn du Handschuhe trägst, kannst du DNA-Spuren hinterlassen. Denn beispielsweise, du fässt die Handschuhe auch von außen an, während du sie anziehst. Das heißt, Hautschuppen können von außen auch an den Handschuhen kleben bleiben. Durch die Handschuhe können auch Hautpartikel durchkommen. Haare, also es ist ja so viel. Die Technik ist schon krass, um Spuren zu sichern, ja? Um keine Spuren zu hinterlassen, musst du halt gefühlt so ein Ganzkörperkondom tragen. Auch die DNA von Abdulmajed Remo findet sich an der Mauer. Allerdings nur als Mischspur, als Beweis schwer zu gebrauchen. Auf ihrer Flucht begehen die Remos weitere Fehler. Erst zünden sie den Audi in einer Tiefgarage an, was später strafverschärfend sein wird. Dann rasen sie mit einem als Taxi getarnten Mercedes nach Berlin. Die Polizei beschlagnahmt den Wagen später durch Zufall und ordnet ihn dem Einbruch in das grüne Gewölbe zu. Und das, obwohl es den Tätern gelingt, das Fluchtauto auf dem Gelände der Polizei in Brand zu stecken. Da frage ich mich auch wieder, wie kann es möglich sein, dass auf einem gesicherten Polizeigelände Menschen und oder kriminelle Menschen anscheinend die Möglichkeit haben, das Auto anzuzünden. Also keine Ahnung, und da wird natürlich auch nicht drauf eingegangen, keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Molotow-Cocktail, keine, weiß ich nicht, aber komisch. Zum Glück wird das Feuer schnell gelöscht und so finden die Ermittler im Innern des Fahrzeugs erneut DNA-Material.
Es gehört Wissam und Abdul-Majid. Darüber hinaus findet sich Zellmaterial von Mohammed und Ahmed. Zusammen reichen die Beweise für 6 Haftbefehle. Teile des Remo-Clans wandern hinter Gitter. Im Januar 22 beginnt der Prozess gegen die 6 Angeklagten in einem Hochsicherheitssaal. Sachsen geht auf Nummer sicher, will verhindern, dass die Gefangenen befreit werden. Verhandelt wird vor einer Jugendkammer, weil Mohammed und Abdul-Majed zur Tatzeit Heranwachsende waren. Was die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt. Angesichts der hohen Haftstrafen, die sie erwarten, knicken die Remos ein, sind bereit, die Beute rauszurücken. Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehen unbemerkt einen Deal ein. Geständnis und Diebesgut gegen Strafrabatt. Die Ermittler werden zunächst nicht informiert. Jörg Bozenhardt ist damals stellvertretender Soko-Chef. Wir wussten gar nicht, dass sich da was angebahnt hatte. Und erst als dieser Einsatz sich konkretisierte, haben wir mitbekommen, okay, das ist wirklich wahr und hier passiert wirklich was. Und so kommt es, dass am 16. Dezember 2022 sächsische Polizisten und Staatsanwälte kurz vor Mitternacht in einer Berliner Kanzlei eintreffen. Auf dem Tisch im Konferenzraum der gestohlene und lange Zeit verschwundene Schatz der Sachsen. Wir standen davor, in der Hand hat man nicht gehabt, da mussten natürlich Spuren gesichert werden. Der war auf dem Tisch präsentiert, der Schmuck. Wir haben den durch die Kriminaltechnik sichern lassen und sind dann mit dem Schmuck nach Dresden gefahren. Auch wenn Beutestücke fehlen, auch wenn viel kaputt ist, das Gericht hält sich an den Deal, die Strafen sind moderat, 3 Haftbefehle der Remos werden sofort außer Vollzug gesetzt. Also am Ende, der erste Teil des Videos ist gleich zu Ende, am Ende kann ich euch eine Sache sagen, auch nochmal, was die Strafe angeht. Und das kann man in vielen Punkten in Deutschland einfach so beim Namen nennen. Vaterstaat lässt sich einfach so heftig auf der Nase rumtanzen. Okay, alleine, dass in solchen Situationen Deals gemacht werden, beziehungsweise Deals gemacht werden, wo die Beute nur zum Teil wiederkommt, beschädigt, ein Teil fehlt und. Vaterstaat lässt sich da einfach auf der Nase herumtanzen und das ist auch einer der größten Probleme, warum sowas überhaupt in Deutschland funktioniert. Normalerweise, wenn wir jetzt mal realistisch sind, die Strafen schrecken doch kriminelle Menschen nicht ab. Die planen dann Coup, wo sie am Ende eine Beute im Wert von 116 Millionen Euro haben, für die sie im schlimmsten Fall 5, 6, 7, 8 Jahre in den Knast gehen. Das sind Strafen, über die diese Menschen lachen oder kriminelle Menschen, hochgradig kriminelle Menschen, die lachen darüber. Natürlich wollen sie das nicht, aber sie nehmen es in Kauf. Aber ich würde mal behaupten, wenn solche Strafen für so etwas deutlich höher sind, wird sich sagen Amerika, aber wenn du dafür 20, 30, 40, 50 Jahre reingehst, dann lohnt sich das Risiko vielleicht etwas weniger, denn du hast nie die Möglichkeit, danach noch ein vernünftiges Leben zu leben. Strafe sollte abschrecken und ich habe das Gefühl, dass in vielen Aspekten in Deutschland Strafen nicht abschrecken. Die einzigen Strafen, die abschrecken in Deutschland, spricht auch für sich, wenn du den Staat willst und Steuern hinterziehst. Hinterzieh mal 120, 130 Millionen Steuern, dann gehst du länger dafür in den Knast als, keine Ahnung, gefühlt für Mord. Ich glaube, damit will ich das Verhalten dieser Menschen nicht rechtfertigen, aber ich glaube, da ist auch die Wurzel des Problems oder unter anderem die Wurzel des Problems, dass diese Menschen gar nicht davor abgeschreckt sind, kriminelle Energie auszuüben, denn die Strafen, die sie bekommen, sind für das, was sie machen, relativ lächerlich. Auch für den Mann mit dem Mundschutz. Bashir, wie ist es, wieder in Freiheit zu sein? Selbst Rabir, gleich im blauen Shirt zu sehen, darf raus. Er hatte als Erster gestanden. Rabir, wie ist es? Rabir, wie ist es, wieder raus zu sein? Alle Verurteilten gehen in Revision. Die 3 freigelassenen Clan-Mitglieder müssen sich ab sofort immer dienstags bei der Polizei melden. Oh, sehr entspannt. Die Täter gehören zum Ramo- oder auch Remo-Clan. Der Stammbaum umfasst 13 Zweige. Die meisten Dresden-Einbrecher gehören zur sogenannten Kernfamilie 1. Die schillerndste Figur ist hier Issa Ramo. Ein Mann mit 15 Geschwistern und 12 Kindern.
15 Geschwister und 12 Kinder. Das ist einiges. Im LKA ist vor allem die Abteilung 73 mit kriminellen Clans wie den Ramos beschäftigt. Das ist einiges, ja. Diese Familie zeichnet ein starkes Maß an Abschottung aus. Man kann förmlich von einer Parallelgesellschaft sprechen, die sich herausgeprägt hat. Es sind hierarchisch-patriarchalische Strukturen. Das heißt, sie sind zugeschnitten in der Regel auf ein Familienoberhaupt. Sie sind in klaren Rollen und Hierarchien organisiert. Und diese Familien haben in der Regel auch ihr eigenes Norm- und Werteverständnis, was sie über die Regeln der Gesellschaft stellen. Und das ist schon einiges, ja. Sie seit Jahrzehnten in Deutschland leben. Also, wenn ihr jetzt einmal ganz viel Liebe in den Chat gibt, gucken wir uns den zweiten Teil an. Was sagt ihr? Wollt ihr den zweiten Teil? Wollt ihr den zweiten Teil, ja? Bum, bum. Im Milieu der Halbwelt von Berlin gibt es ein Sprichwort. Isa Ramo ist schlauer als der Teufel. Isa, okay. Der Name ist die arabische Variante von Jesus, ist ständig darauf bedacht, seine Macht in der Schattenwelt zu zementieren. Sein neuester Coup, er verheiratet seine Söhne mit Frauen aus einem anderen Clan. Fivehead. Im September 22 holt Isas ältester Spross Firas seine Braut ab. Sie ist eine Enkelin des mächtigen Saki Al-Zain, der wegen versuchter Anstiftung zum Mord verurteilt und mittlerweile in die Türkei abgeschoben wurde. Es gibt natürlich Sachverhalte, wo wir schon, ohne dass wir immer alle Details als... Glaubt ihr, nur mal Interesse halber, wenn du wegen versuchten Mord oder Anstiftung zum Mord in Deutschland abgeschoben wärst, wärst du in der Türkei dann dafür auch strafrechtlich verfolgt und wann das dann in der Türkei dafür ins Gefängnis? Oder bist du in der Türkei dann ein freier Mann? Ja, habe ich nur mal Interesse halber einfach gefragt. Polizei kennen, weil dieses System ja sehr abgeschottet agiert. Wir schon davon ausgehen können, dass es auch... Eheschließungen gibt, die absolut unfreiwillig stattfinden. Es gibt aber auch Eheschließungen, die in Kauf genommen werden, bis hin zu Eheschließungen, die auch von den Kindern selber befürwortet werden. Der Mensch strebt, solange er lebt, nach Glück und Zufriedenheit. Stimmt. Ein schönes Zuhause, gerne mit Garten, gehört für viele unbedingt dazu. Die Ramos, angeführt von Familienoberhaupt Isa, hier neben seinem ältesten Sohn Firas, der an diesem... Wonach wird da zum Beispiel geurteilt, was gepixelt werden muss und was nicht? Dass das Kind gepixelt wird, okay, aber warum wird er jetzt gepixelt und er und die beiden nicht? Weil die nicht kriminell sind oder ich, das verstehe ich nicht. Diesen Tag heiratet, haben ihr Glück im Süden der Hauptstadt gefunden. Schöner wohnen in Berlin-Bukow. 164 Quadratmeter Wohnfläche nebst 850 Quadratmeter Grundstück. Läuft. Heute geschmückt wegen der anstehenden Hochzeitsfeierlichkeiten. Vierer. Okay. Wäre mir persönlich ein bisschen zu viel geschmückt. Na gut, jedem das seine. Was heiratet eine Frau? Die Kerzen machen auf jeden Fall auch einen richtigen Freestyle, Digga. Also wenn ich da mit einer Wasserwaage rangehen würde, dann wird sich's aber komplett drehen bei mir, Digga. Frau aus dem Al-Zain-Clan. Die genauen Abläufe des Immobilienkaufs haben Finanzermittler der Polizei akribisch recherchiert. Als Isa Ramo das Anwesen erwerben will, ist der Verkäufer das Land Berlin. Isa möchte bar bezahlen, doch das wird nicht akzeptiert. Da kommt Sohn Yusuf ins Spiel. Er legt bei der Bank einen Arbeitsvertrag vor, um seine Bonität zu beweisen. Bruttogehalt rund 2000 Euro. Dann gibt es noch einen Darlehensgeber aus der Türkei, der keine Zinsen will. Oh, das ist aber gut. Am Ende geht die gelbe Villa für 200.000 Euro über Tisch. Der Vertrag liegt Spiegel TV vor. Die Immobilie umfasst zwei Flurstücke. Auf dem rechten steht die Villa, auf dem linken ist der Garten. Kurze Zeit später zieht die Familie Ramo in die gelbe Villa ein. Seltsam ist, dass sie einen Mietvertrag abschließen zwischen einem Verwalter und Isas Frau. In dem Vertrag über das, Zitat, gesamte Gebäude wird die einziehende Familie mit 9 Personen beziffert. Die Miete beträgt kalt 1.200 Euro. Die Kosten übernimmt praktischerweise das Jobcenter. Spät. Das lassen wir mal unkommentiert so stehen. Da wird sich die Sache mit dem Haus noch in eine andere Richtung drehen. Denn Yusuf hier rechts liegt. Wie gesagt, ich unterstütze kein kriminelles Verhalten, aber wenn einem das so leicht gemacht wird in so vielen Aspekten, dann muss man sich nicht wundern. Aus Nicht-Deutschland stammende Menschen oder eingewanderte Menschen oder in Deutschland geborene Menschen sich
als Kriminelle davon dann sich an den Sachen bedienen. Deutschland macht denen das auch einfach oftmals viel zu einfach. Neben Vater Isa und Bruder Musa wird in den nächsten Jahren oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Kein Wunder. Sie haben schon Angst, erwischt zu werden. Wer hat das nicht? Jeder Kriminelle bereut am meisten seine Tat dann, wenn er erwischt wird. Das ging mir damals nicht anders. Und die Folgen davon zu tragen. Allerdings hat man keine große Angst vor den Folgen in Berlin. Es ist immer wieder das Berliner Phänomen. Straftaten, die hier verhandelt werden, werden derart milde bestraft, dass die sich totlachen. Das ist nicht nur, na gut, je weiter runter in Süden, in Bayern, ist es natürlich definitiv anders. Da wird härter bestraft. Das ist ein gesamtes Problem in Deutschland, nicht nur in Berlin. Yusuf Ramon ist damals hauptberuflich Einbrecher, zusammen mit seinem Bruder Musa. Am 5. Januar 2016 filmen Überwachungskameras in einer U-Bahn-Haltestelle drei maskierte Typen auf dem Weg zur Arbeit. Einer mit Vorschlaghammer, ein zweiter mit auf Taschen, den Weg mit denen zur Arbeit. Leute Bauschutt transportieren würden. Ziel des Trios, ein Kiosk. Der übergewichtige Typ in Adidas-Jogginghose macht den Weg frei zu Zigaretten und Wechselgeld. Eine Polizistin, die sich intensiv mit... Schon lustig zu sehen, in der ersten Dokumentation haben wir uns einen Einbruch angeguckt, wo es um 111 Millionen oder whatever ging. Und hier sieht man einen Einbruch, wo es um ein paar Zigaretten und Wechselgeld geht. Also eins kann ich euch sagen, für alle Kriminellen da draußen, niemals kriminell werden, aber für ein paar Zigaretten zu klauen und Wechselgeld ist so absolut useless und unnötig. Den Nachwuchs Ramos beschäftigt, schlussfolgert später... Hinter der Maske steckt der damals 22-jährige Yusuf, Sohn Nummer 2 und Eigentümer der gelben Villa. Auch der zweite korpulente Einbrecher ist für die Ermittlerin kein Unbekannter. Musa ist Sohn Nummer 6 und als Intensivstraftäter bei der Polizei bestens bekannt. Marcells Oma mit 10 Euro, kommst du morgen vorbei auf Knackwurst mit Kartoffelsalat? Grüße Omi. Nee, morgen nicht Omi, danke dir. Der Einbruch in den U-Bahn-Kiosk scheitert kläglich. Wahrscheinlich zwingt die Alarmanlage die Täter zum Abbruch. Zwei Jahre später listet die Polizei mal auf, wie oft die Tatverdächtigen aus dem Ramo-Clan aktenkundig sind. Man kommt für 10 Jahre auf eine Schadenssumme von 28 Millionen Euro. Oh, das ist ein bisschen was. Und da ist die berühmte Goldmünze noch gar nicht dabei. Vom grünen Gewölbe und diversen Geldtransportern ganz zu schweigen. Die Ramos sind beim Neuköllner Jugendamt seit Jahrzehnten aktenkundig. An einem geheimen Ort stapeln sich die Unterlagen über die Großfamilie, generationenübergreifend. Von Familie R, die Väter, die wir hier mal hatten, die sind inzwischen vernichtet. Aber wir haben die Söhne, die dann wiederum Söhne haben und das sind die, die hier lagern. Das Phänomen ist, dass sich Kriminalität in diesen Familien vererbt und nicht durchbrochen wird. Und das ist ein Punkt, wo wir auch ansetzen müssen. Dabei bleibt es dann aber auch bei dem Punkt, da müssen wir ansetzen. 2016 beginnt das Kriminalkommissariat 32, zuständig für Intensivstraftäter, seine Ermittlungen gegen Yusuf und Musa. Die Polizisten treiben Videos aus einem Baumarkt auf. Musa in schwarzer Jogginghose und ein weiterer Mann kaufen dort große Tüten ein. Eigentlich gedacht für Bauschutt, in diesem Fall wohl eher für Zigaretten aus eingeschlagenen U-Bahn-Kiosken. Am gleichen Tag kauft der zweite Mann noch einen Vorschlaghammer. Für mehr Durchsetzungsvermögen im Berufsleben. Im Schlepptau Musa und zwei weitere Typen. Arbeitshandschuhe müssen auch mit. Sicherheit geht vor. Musa war schon als Kind kriminell. Seine Schulzeit eine einzige Katastrophe. Zwei Tage später sind Musa und sein Begleiter zurück. Wieder kaufen sie Handschuhe und einen Vorschlaghammer. Als Musa das erste Mal verurteilt wurde, hatte er bei Aldi Lachs und Meeresfrüchte für insgesamt 800 Euro nicht bezahlt. Für die Polizei stecken Yusuf und Musa auch hinter dieser Tat. Im Februar 2016 tauchen nachts bei der Metro im brandenburgischen Schönefeld 5 Einbrecher auf. Mit Stangen versuchen sie zunächst, die Überwachungskamera zu zerstören. Ohne Erfolg.
Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei einem der Männer um Musa Ramo handelt. Deutlich erkennbar an seiner auffälligen Statur. Ja. Ein alter Bekannter der Polizei, der als Intensivstraftäter bereits eine feste Sachbearbeiterin hat. So, dann hauen Sie mal die Wand da kurz ein bisschen ein. Brachial zertrümmern die Täter in dieser Nacht die Außenwand des Großhandels. Fast 90 Minuten dauert die ganze Aktion. Zwischendurch holen sie immer neues Werkzeug. Am Ende ist es dann wieder der altbekannte Vorschlaghammer, der den Durchbruch bringt. Als schließlich nach nur einer Minute im Inneren das Licht angeht, bleibt kaum noch Zeit, um fette Beute zu machen. Mit beinahe leeren Händen tritt der Trupp stattdessen den Rückzug an. Haben Sie bei uns in Buxtehude auch mal die Wand aufgehauen vom Mediamarkt? Kurz kommt die Polizei. Zu spät. Wahrscheinlich hatten die Täter vor dem Gelände... Was ich mich jetzt gerade bloß frage, ich weiß nicht, was Sie erwartet haben, wenn Sie da reingehen, dass der Alarm nicht angeht. Den ganzen Aufwand hätte man sich doch sparen können, indem man einfach die Scheibe eingeschlagen hätte. Schnell rein mit 5 Mann, jeder schnappt sich was im Wert von 1.000, 2.000 Euro und dann haut man ab. Also ich weiß nicht, was der Plan war, dass die Alarmanlage nicht angeht. Späher postiert, die rechtzeitig gewarnt. Weiß ich nicht. Also ist doch so klar wie Kloßbrühe, dass wenn eine Metro oder ein Mediamarkt oder ähnliches innen drin Bewegungsmelder haben, die angehen. Fenster gesichert, denke ich. Ja, natürlich sind Fenster gesichert. Wenn du die einschmeißt, geht ein Alarm an. Aber wenn du den Laden betrittst, geht auch ein Alarm an. Also zumindest würde ich es jetzt einfach mal so behaupten. Musas Vater Isa hat schon damals seine ganz eigene Sichtweise. Da spricht jemand aus Erfahrung. Ja, was heißt aus Erfahrung? Ich habe früher auch viel Quatsch gemacht, Einbrüche und so einen Quatsch habe ich gemacht, ja. Also ja, ich spreche aus Erfahrung. ...auf den nachtaktiven Nachwuchs. Ich bitte Sie, wann mein Sohn Fehler macht und ich sage ihm, mach keine Fehler oder so, was soll ich tun? Soll ich mich umbringen? Soll ich mich aufreißen? Auf einen umfangreichen aktuellen Fragenkatalog von Spiegel TV hat Isa Ramo übrigens nicht geantwortet. Zurück zur gelben Villa in Buko. Nachdem die Ramos eingezogen sind, kommt ständig die Polizei zu Besuch und findet immer neues Diebesgut. Matratzen, ein Boxspringbett, 2 Akkuschrauber, Bettdecken, Lampen, 2 Bolzenschneider, 8 Schraubenzieher. Was man so braucht, wenn man umzieht. Im Garten liegen praktische blaue Taschen, nicht nur. Sieht jetzt auch nicht so geil aus, der Garten. Für Bauschutt. In vielen Räumen regiert das Chaos. Entsprechend schwer lassen sich Warum nackt? Sass, weil Hausdurchsuchungen in den meisten Fällen in den frühen Morgenstunden stattfinden. Am liebsten irgendwie zwischen 4:30 Uhr morgens und 6 Uhr morgens. Und da liegt jeder normale Mensch mit Unterhose im Bett. Eigentum und fremdes Eigentum unterscheiden. Recht und Unrecht im Ramo-Clan ohnehin Fremdwörter. Das soll sich ändern. Der neue Berliner Oder Senat nackt, ja. will die Clan-Kriminalität verstärkt bekämpfen, die Fehler der Vergangenheit wieder gut machen. Also ich liege nackt im Bett. Unser Rechtssystem setzt stark auf den Aspekt der Resozialisierung. Das heißt, Menschen, die Straftaten begehen, sollen auf den rechten Pfad zurückgeführt werden. Dass dieser Versuch der Resozialisierung aber an der vorherigen Sozialisierung scheitert. Also wenn ich meine Kinder in eine kriminelle Karriere hineinerziehe und das im Jugendalter weiter betreibe, bis ins Erwachsenenalter hinein, dann bricht der Staat das nicht einfach mit Strafen auf. Und genau das ist das Problem. Das ist das Problem, richtig. Zurück zu Musa, ganz links in dem grauen Renault. Sein Kumpel tankt, nur das Bezahlen fällt aus. Wer einbricht, muss schließlich irgendwie zum Tatort kommen. Der 16-jährige Intensivstraftäter nimmt dafür am liebsten Mietwagen. Also der Tank for free mit 16 Jahren. Würde ich mal behaupten, dass der Führerschein auch nicht vorhanden ist. 3 Tage später ist Musa schon wieder da. Dieselbe Tankstelle, das gleiche Auto. Allerdings mit anderen frisch gekleidet. Dieselbe Tankstelle, das gleiche Auto. Nein, Spiegel TV. Dieselbe Tankstelle, dasselbe Auto. Muss ich auch mal klugscheißern. Lauten Kennzeichen. Diesmal ist Musa allein unterwegs. Wieder macht er den Tank ordentlich voll. Auch heute hat der junge Ramo für den Shell-Konzern kein Geld übrig. Ist mir auch schon mal passiert, dass ich getankt habe und ohne zu bezahlen losgefahren bin, weil ich es vergessen habe. Aber war halt nicht bewusst. Und er den Kopf, um es der Überwachungskamera und der Polizei nicht ganz so einfach zu machen. Nee, andere Kennzeichen, deshalb das gleiche Auto. Nein, es ist dasselbe Auto, aber nicht die gleichen Kennzeichen. Das Auto bleibt dasselbe Auto. Egal, ob mit anderen Kennzeichen oder nicht, es bleibt dasselbe Auto. 3 Tage später, zur gleichen Zeit. Der Renault braucht schon wieder eine Tankfüllung. Doch diesmal geht die Selbstbedienungsmasche nach hinten los.
Und die gleiche Sekunden Tanke, nein, es ist dieselbe Tanke. Versucht Musa zu tanken, ohne Erfolg. Offenbar hat die Kassiererin ihn erkannt und die Zapfsäule gesperrt. Egal. Dann fährt der 16-Jährige ohne Führerschein eben zu einer Tankstelle im Nachbarbezirk und klaut da den Kraftstoff. Ja, es ist schon leicht auffällig, wenn du innerhalb von einer Woche dreimal an derselben Tankstelle for free tanken willst. Also ich meine, in Berlin gibt es gefühlt 200 Tankstellen. Weiß jetzt nicht, ist jetzt nicht so der intelligenteste Move, aber gut. Ist wahrscheinlich dreist einfach. Im März 2017 werden die Ramo-Brüder Yusuf und Musa tatsächlich verurteilt. Die 8. Große Strafkammer ist überzeugt, dass beide mindestens 8 Einbrüche begangen haben. Mhm. Bei Musa kommt noch der Tankdiebstahl dazu. Musa kriegt 2 und Yusuf 3 Jahre Haft. Martin Hiekel ist Bezirksbürgermeister von Neukölln, zuständig auch für die Parallelgesellschaft. Das Thema Clankriminalität ist ja eins, was uns hier im Bezirk schon seit vielen, vielen Jahren begleitet. Und es sind meistens immer die gleichen Namen, die auffällig sind. Und das finde ich für uns größte Problem ist, dass hier mit einer offensichtlichen Missachtung der Demokratie, des demokratischen Rechtsstaats aufgetreten wird. Im Mai 2017 steht der Ramo-Clan schon wieder im Mittelpunkt. Es geht um einen Schuldschein und einen Mord. Der spätere Opfer, Ali Omairate, ist an diesem Tag auf dem Weg nach Hause. Vor seiner Tür erwarten ihn mehrere Täter, bewaffnet mit Baseballschlägern. Mhm. In den Wochen zuvor hatte das Opfer Ärger mit den Ramos. Die Ehre und auch die Familie mit ihren Interessen, teilweise auch kriminellen Interessen, steht an oberster Stelle. Und alles, was gegen diese Interessen und die Durchsetzung dieser Interessen spricht, wird eben aus Sicht von kriminellen Familienstrukturen bekämpft. Und das wird eben mit Gewalt gemacht, dass auch die Schädigung von Dritten in Kauf genommen wird. Die Täter suchen diesen Schuldschein über 128.000 Euro. Unterschrieben von Clanboss Issa Ramo persönlich. Das Geld hat er sich für den Kauf der Villa geborgt. Die Taschen des Opfers werden durchwühlt, das Papier aber nicht gefunden. Doch die Kriminaltechniker finden später eine DNA-Spur. Also haben die den aufgelauert und haben den kalt gemacht, weil sie einen Schuldschein haben wollten, damit die Schulden weg sind, oder wie? Dringend tatverdächtig gilt demnach Ismael Ramo, hier rechts im Bild. Er wird angeklagt. Sein Vater Isa kommt auch zum Prozess. Hm. Und was war mit den Omairats gewesen mit dem Geld? Ich habe mit diesen Leuten kein Problem. Er war mein bester Freund. Er war mein bester Freund. Ich habe ihn nicht umgebracht. Mensch! Eine Schauspielerkarriere sehe ich da eher nicht. Ich habe mit diesen Leuten kein Problem. Bis jetzt. Aber sie haben sich ja gestritten gehabt irgendwann. Kann passieren, kann ich nicht viel reden. Im Juli 2019 ergeht das Urteil. Ismael Ramo wird freigesprochen. Die Qualität der DNA-Mischspur in der Hosentasche des Opfers reichte nicht aus, um eine konkrete Person zu überführen. Die Kammer ist zu der Überzeugung gelangt, dass dem Angeklagten die Tat zwar nicht nachgewiesen werden kann, dass es aber schon nahe liegt, dass einer aus dieser Familie oder beziehungsweise zwei Personen aus dieser Familie für den Tod des Opfers verantwortlich zu machen sind. Es war aber eben dem Angeklagten nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit nachzuweisen, dass er es war. Es muss also jemand aus der Familie gewesen sein. Nur wer? Isa steckt sich nach Prozessende erstmal eine Kippe an, trifft den Bruder des Opfers und stellt was klar. Guck mal hier! Er ist mein Bruder! Diese Leute haben dir gesagt, die wollen... Nein, nein, lass die Kamera! Guck mal, die Leute haben dir gesagt, durch uns ein großer Krieg in diesem Land. Weißt du, und diese Staatsanwaltschaft, ich kenne ihn. Ich kenne seine Gruppe. Ich kenne seine Gruppe. Was er gemacht, das macht nie ein Mensch auf die Welt. Er sagt lieber mich, überhaupt der Clan. Es stimmt schon. Ein gewisses Showtalent kann man dem überhaupt der Clan nicht absprechen. Zurück zur gelben Villa. 2018 möchte Hausherr Isa das lassen wir mal so für sich sprechen. Mit einem Anbau auf der Rückseite. Doch da es in der Zeit auch diverse Polizeieinsätze bei den Ramos gibt, bekommt das zuständige Bauamt Wind von den Arbeiten. Schnell wird festgestellt, dass es gar keine Genehmigung für den Anbau gibt. Heißt,
Eigentlich müssten die Ramos jetzt alles wieder abreißen. Nur traut sich keiner, es ihnen zu sagen. Was sicherlich für Vorbehalte sorgt, sind restriktive Maßnahmen. Ja, Deutschland hat die Clownsnase einfach auf, ne? Maßnahmen umzusetzen. Sprich, hat einfach die Clownsnase auf. Bau abzureißen, das vorzubereiten. Wer macht es denn am Ende so? Wen kann man denn da irgendwie mit dem Gesicht quasi hinschicken? Im Juli 2018 greift der Staat dann hart durch. Die Immobilie wird beschlagnahmt, weil Sohn Yusuf nicht nachweisen konnte, woher das Geld für den Kauf kam. Isas Frau und 6 seiner Kinder bleiben trotzdem weiter dort wohnen. Ihr neuer Vermieter ist jetzt der Bezirk Neukölln. Kein gutes Geschäft, denn immer wieder... Braucht man eine Genehmigung auf seinem eigenen Grundstück was zu bauen? Jo, das brauchst du. Dass Deutschland da in vielen Aspekten auch sehr nervig sein kann und dass man nicht mit allem einverstanden ist, okay, aber ja, so ist es halt, ne? Wieder gibt es Polizeieinsätze. Mal wird geklingelt, mal geht's mit der Ramme rein. Alles, was dabei kaputt geht, muss der Bezirk reparieren. Dann bleiben auch noch die Mietzahlungen aus. Der Bezirk kündigt das Mietverhältnis, zieht vor Gericht. Ende Februar läuft das Zivilverfahren bereits seit einem Jahr. Heute sind 2 Ramo-Söhne als Zeugen geladen. Die Verhandlung wird dafür mit aller Beteiligten in Saal 128 eintreten. Die neue Richterin muss erst mal warten. Die geladenen Ramo-Brüder lassen sich Zeit. Der Anwalt der Familie telefoniert hinter ihnen her. Moin, Heise Spiegel TV. Wo bleiben Ihre Mandanten? Die kommen gleich. Die kommen gleich, ja. Ein paar Minuten später taucht der Erste auf. Moin, so spät? Wie kommt's? Moin, Musa. Guten Morgen, so spät? Heute? Es hat schon begonnen? Ja. Dankeschön. Sechs Wochen später. Heute fällt das Urteil. Für die Familie kommt allein Firas. In seinem Schlepptau ein Freund. Nach ein paar Minuten ist klar, der Bezirk gewinnt. Die Ramos müssen raus aus der schönen Villa. Hm. Wie geht's jetzt weiter? Ein paar Tage später gehen die Ramos in Berufung, wollen einen Prozess in der nächsten Instanz. Keine Probleme. Die Familie Ramo kauft neue. Hat damit nichts zu tun. Bleibt nur die Frage, von welchem Geld? Mutter Ramo lebt vom Jobcenter. Und Vater Issa? Bei Eheschließungen wie dieser wird normalerweise Brautgeld bezahlt. So um die 10.000 Euro. Vor Jahren erklärte uns Issa seine Vermögensverhältnisse noch wie folgt. Ich bitte Sie, ich bin ein Mensch, ich arbeite mit Immobilien. Ich arbeite mit Immobilien mit meinem Geld. Ich habe Eigentum in Libanon. Läuft auf meinen Namen. Ich habe nicht durch Drogen geholt hier. Kann jeder wissen. Ich besitze Eigentum in Libanon. Läuft gesetzlich auf meinen Namen. Ich bin nicht ein Mensch, der kein Eigentum hat und sagt, ich habe gar nicht. Immobilien im Libanon, Geldbündel mit 500-Euro-Scheinen. Es läuft bei Issa Ramo. Oder vielleicht doch nicht? In Berlin macht seit Monaten ein Gerücht die Runde. Issa Ramo sei offiziell insolvent, hat sich nach MacPom zurückgezogen, lebe jetzt auf dem Land. Einen Briefkasten gibt es dort tatsächlich, auch wenn er offenbar nicht oft geleert wird. Wissen die Nachbarn mehr? Und sagen Sie, wir suchen jemanden, der da wohnen soll. Ramo soll der heißen. So sieht er aus. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Man kann am Ende des Tages wirklich halt nur sagen, finde ich, bei all dem, was wir hier gesehen haben, man muss natürlich vieles von dem, was sie machen oder auch vielleicht gar nichts feiern. Aber eins feiere ich noch viel weniger und das ist, dass der Staat sich so auf der Nase herumtanzen lässt. Es ist so eine Einladung für Menschen, die auf sowas Bock haben. Der Staat lässt sich so im Gesicht rumtrampeln und ja, wenn du Leute einlädst, dir auf dem Gesicht rumzutrampeln, dann musst du nicht wundern, wenn du am Ende eine gebrochene Nase hast oder mehr. Noch nie gesehen? Nee, so wenig. Okay. Ganz am Anfang mal, aber der da wohnt, soll sich vom Ding getrennt haben. Mehr kann ich auch nicht sagen. Nachfrage bei der Gemeinde. Und siehe da, Issa Ramo ist hier offiziell gemeldet. In der Kappstraße 2. Wir recherchieren im Schuldnerregister.
Zuständig für seine neue Meldeadresse ist ein Insolvenzgericht in Neubrandenburg. Mhm. Unter dem dazugehörigen Aktenzeichen gibt es dort einen Treffer. Mhm. Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen von Isa Ramo. Es läuft seit 2 Jahren. Finanziert vom Steuerzahler, der Mann ja kein Geld hat. Ja, perfekt. Auf was Isa Ramo noch achten muss, weiß Jan Heckmann. Sehr gut. Er ist Schuldnerberater und Anwalt für Insolvenzrecht. Da muss man tatsächlich sehr ehrlich sein. Und das ist natürlich die Bedingung für dieses Verfahren. Nicht? Der Staat sagt, wir helfen dir dabei, dass die Schulden weg sind, aber dafür wirkst du jetzt gefälligst mit. Der Antrag muss ganz genau sein. Da darf man wirklich nichts verschweigen. Man muss da ja, weil auch alle, die ein Insolvenzverfahren machen, allgemein gesprochen, immer ehrlich sind und immer alles genau angeben. Das ist einfach wieder nur eine Möglichkeit, allgemein dem Staat nochmal wieder auf der Nase herumzutanzen. Ich will niemandem etwas unterstellen, vielleicht ist er insolvent und macht alles ehrlich, okay, cool. Aber allgemein gesagt, offiziell arm, inoffiziell reich, das machen viele Menschen so, weil es einfach auch eine schöne Einladung ist. Da ganz, ganz ehrlich sein. Auch bei uns hat Pleitier Isa Schulden. Knapp 360 Euro. Sie stammen aus einem Pressegerichtsverfahren. Ah ja. Als Gläubiger können wir seine Insolvenzakte beantragen. Interessant. Neubrandenburg. Also Spiegel TV willst du aber auch nicht als Feind haben, ne? Die Akte liegt willst du nicht als Feind haben, Digga? Insolvenzabteilung. Das ist gerade wieder so ein Mimi-Apo-Red-Ding. Ist auch für uns eine Überraschung. Auf über 100 Seiten finden sich eine Liste seiner Schulden und... Was bringt ihm das, wenn er tut, als wenn er arm wäre? Reden wir nicht von ihm, reden wir allgemein. Okay, ein Insolvenzverfahren. Wie lange geht das mittlerweile? Ich weiß es nicht. 4 Jahre, 5 Jahre, 2 Jahre? Früher war das, glaube ich, 6 Jahre. Wie lange geht momentan ein Insolvenzverfahren? 3 Jahre, ne? Naja, wenn du 3 Jahre lang dein Insolvenzverfahren durch hast, dann bist du danach schuldenfrei. Das bringt ihm das. Oder das bringt das allgemein. Bezahlt vom Vater. Staat durch unsere Steuergelder. Einfach, tut mir leid, auch wieder eine Einladung für Leute, das System zu dribbeln. Natürlich klappt es nicht bei jedem, aber trotzdem ist es Quatsch. Angaben über sein nicht vorhandenes Vermögen. Und warum der Staat das von 7 auf 3 Jahre runtergestellt hat, ist mir auch ein Rätsel. Insgesamt drücken ihn 145.000... Da hat der Monty mal wieder keinen Plan. Okay, dann schreib mir ganz kurz rein, warum ich keinen Plan habe, Digi, bevor du... Also ist ja alles gut, du kannst hier immer gerne mit mir argumentieren, ich speichere mir kurz dein Dings. Aber dann schreib mir bitte auch rein, warum ich keinen Plan habe, weil so bringt ja das nicht... Also so, das ist ja keine Diskussion, bin ich sehr gespannt auch, ja. Pause, Champ, warum habe ich keine Ahnung? 2 Minuten später, immer noch nichts, kommt immer noch nichts, wir schauen weiter. ...und Euro Schulden. In seiner Selbstauskunft gibt er an... dass er als Reinigungskraft bei Besen und Lappen arbeitet. Besen und Lappen. Wobei, da steht ja Bessen und Lappen. Monatseinkommen. So, jetzt kam eine Antwort. Moment, warum habe ich keine Ahnung? Einen Augenblick. Da hast du vollkommen recht. Eine Diskussion in einem Kommentar kann man nicht führen, aber es ist nicht nach 3 Jahren abgehakt. Das Ganze, es kommt immer auf die gesamte Situation an, etc. Danke dir für diese super Konversation, Digga. Danke dir. Gruß und Kuss. Du hast keine Ahnung. Muss ich dir einfach so sagen. Du hast überhaupt gar keine Ahnung. Du bist der Parasit. 1.136 Euro netto. Das ist jetzt nicht so viel. Seine tägliche Arbeitszeit 7,5 Stunden ohne Pausen. Nachfrage bei der Firmenanschrift von Besen und Lappen. Besen und Lappen, Digga, ist auch ein lustiger Name. Die Adresse ist zugleich auch Isas... Lass uns mal eine Firma gründen, die sich seriös anhört. Eine Putzfirma, wie nennen wir die denn? Besen und Lappen, ja, okay, take ich. All day, all night. Letzte Meldeanschrift vor seinem Umzug nach Mecklenburg-Vorpommern. Hallo, wir sind von Spiegel TV. Wir suchen die Firma Besen und Lappen. Die Firma ist Arbeitgeber für Isa Ramo. Können wir das unten machen? Klar. Können Sie vielleicht 15 Minuten auf mich warten? Spoiler, sie ist nie gekommen. Geht das? Wir warten eine halbe Stunde, doch niemand kommt. Clan-Boss Isa als ehrliche Reinigungskraft bei Besen und Lappen? In der Abteilung Macht und Anerkennung keine Heldengeschichte. Insolvent auf dem Papier und spendabel auf der Clan-Hochzeit. Das passt ja wohl nicht zusammen. Ja, irgendwie nicht so, ne? Natürlich darf der eigentlich kein Geld haben, nicht? Der hat ja gerade gesagt,
Er hat so viele Schulden und er hat alles Geld angegeben bei diesem Antrag. Dann muss er sagen, wo er es her hat. Und dann muss man gucken, ist das eine Einnahme, die pfändbar war, oder ist das keine Einnahme? Und das kann man durchaus dem Insolvenzverwalter mal mitteilen und dass der sich mit dem darüber unterhält, wo er das denn her hat. Isa Ramos, Insolvenzverwalter, wollte trotz unserer Anfrage nicht mit Spiegel TV sprechen. Sehr interessantes Video, ja. Sehr interessantes Video. 22 Minuten sind vergangen wie im Fluge.